Ja, moin, willkommen zurück zu The Outbound Ghost. Wir sind mit Adrian unterwegs immer noch und irgendwie sind wir keine Ahnung wo, in unserem Kopf vielleicht. Wir haben gegen unsere Gefühle gekämpft in der letzten Folge am Ende. Krasser Kampf, ey, mit super viel Giftschaden. Aber wir haben es geschafft. Und die Gefühle, basierend auf den Gefühlen halt, sagen uns irgendwelche anderen Sachen oder werfen uns Sachen vor. Mal gucken, ob es hier noch so weitergeht. Ja. Oh no. We should confront Luke. Wir sollten Luke konfrontieren. Wenn schon nicht zum irgendwie drüber reden. Einfach um ihn zu verkloppen für die Schmerzen, die er uns bereitet hat. Ja, oder? Was ist, wenn... Der einzige Weg, aus dieser Einsamkeit wegzukommen oder diese Einsamkeit zu verlieren, wenn wir... Nee, anders. Was ist, wenn Luke konfrontieren der einzige Weg ist, um aus der Einsamkeit zu entkommen? Okay. Selbst die dickste Haut wird irgendwann porös. Okay, oh Gott. Wir müssen jetzt gegen alle Figments kämpfen. Oh mein Gott. Hilfe. Oh Gott. Der hat so viel HP. Gray, warum hat der denn Great Field Quick und wir nicht? Warum haben die denn andere Sachen? Okay, ich glaube, ich mache Spite zuerst weg. Klar. Nee, ich mach Ether ab mit ihm. Ja, du musst halt heilen. Bei ihn. Okay. Shelter ihn halt, das ist mir egal. Defense Zap auf ihn. Okay. Okay, er macht nicht... nicht so ultra viel Schaden auf den Leuten. Nee, ich muss... SP stealen. Und dann Ether. Ich hätte einfach nur Ether abmachen sollen. Shit. Moment. Ich mache aber mal Poison Strike auf ihn. Och Mann. Warum ist das denn so scheiße? Okay. Heal. Ja. Jetzt, aber gut, aber er hat immerhin. Das ist trotzdem scheiße. Nee, du wartest. Du shelterst mal jemanden einfach nur. Klar, danke. Okay, das war ein guter Schaden. Natürlich gehofft, dass er das macht. Wir können ihn jetzt nicht angreifen, also Ether ab. Du lebst ihn wieder. Ja. Okay, er sheltert einfach nur ihn und dann ihn. So. Okay. Alter, das tut weh. Body Slam auf ihn, weil er halt
des Defense hat. Oh ja. Field Smoke. Ja, Swift Hit auf ihn. Okay. Jetzt Great Field Quake, damit wir dem anderen auch mal Schaden machen. Warum habe ich nicht safe gespielt? Und... Alter. Können wir nicht... Okay. Aber ich kann ihn trotzdem killen. Ist nicht tot, natürlich. Okay, du greifst ihn jetzt aber an und killst ihn dadurch. Okay. Oh. Okay. Oh, komm, unser Healer ist tot, also haben wir verloren. Ich glaube nicht, dass wir es jetzt noch schaffen können. Hoffe, dass wir überleben mit Solitude. Nein! Nein? Okay, das war's. Kann ich den Kampf irgendwie neu starten? Give up. Ja. Yo, super geiler Start. Mitte killen? Erstes? Ich weiß es nicht. Ich mach Ether ab, damit wir direkt stunnen können. Im Replenish. Ja, okay. Vielleicht schaffen wir es, ihn zu stunnen. Aua. Das ist so viel Schaden. Warte mal. Was ist denn G-Slash? Deals medium area damage to the target and applies minor power to yourself per target hit. Ah, okay. Aber irgendwie egal ist. Stun Shatter. Ja. Nicht tot. Okay, so. Okay, fast tot. Du musst heilen. Okay. Ja. Hast du... Hattest du... Nee. Defense können wir natürlich nicht. Wie ist die Reihenfolge? Okay, er. Ich gebe unserem Healer einfach mal Major Defense. Ja, er one-shottet, klar. Oh, der ist noch gestunt, okay. Aber der,
Ich muss aber Feedquake machen, damit wir ihm überhaupt Schaden machen können. Ja, fast gar nichts macht man. Geil. Revive. So. Ja. Greif ihn an. Ist halt immer noch gestunt. Jetzt ist er gleich nicht mehr gestunt. Ja. Okay, das ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Scheiße. SP-Stil. Ja, komm, machen wir das mal. Muss den jetzt killen, da. Fuck. Können ihn nicht killen. Gott, Hilfe. Gott im Himmel. Gib ihm mal Defense Zap. Mach ich nämlich X-Slash auf ihn. Immer noch nicht tot. Okay, klar. Boah. Aua. Du machst jetzt aber auch nochmal Feedquake. Bist du jetzt tot? Bitte. Oh, okay. Danke. Okay, Poison bringt halt bei dem auch nicht wirklich was, weil er dann immer nur einmal angreift. Boah, das ist ja so widerlich. Wir bräuchten halt echt Field Poison. Also ein AOE-Poison. Power down mal auf ihn. Ach, geht, na. Können ja nichts auf ihn anwenden. Ich hab's vergessen. Ja, das, er würde jetzt einfach jede Runde nur sheltern. Ich muss ihm den Defense-Debuff geben. Aber ich gebe ihm trotzdem mal Poison Strike. Okay, du kannst keine SP abgeben. Was hat er? 91 Defense, 100, ah ne. 151 Speed. Ach, das geht ja wieder nicht. Oh, man kann ja nichts auf ihn anwenden, Alter. Oh Gott, Defend. Ja, ich glaube, ich hab's wieder. Bin wieder tot. Wieder verkackt. Shelter. Okay. Nochmal Defend. Was will ich denn? Was willst du machen? Okay, finally. Aber das macht halt keinen Schaden. So mehr oder weniger.
Seit einmal 10 Schaden. Noch nicht mal, weil er... Okay, also bringt gar nichts. Verstehe. Sheltern wir ihn mal. Ja, geil. Ist auch kein SP mehr. Ja. Ich hab wieder verloren, glaube ich. Defense Zap. So. Okay. Macht Sun Shatter. Oh, okay. Okay, er ist gestunt. Das ist natürlich super. Okay. Okay, das. Falls ich jetzt sterbe, ist das wahrscheinlich die Strategie. Du greifst einfach an. Er killt irgendwen. Nee, okay, sehr gut. Du machst jetzt Body Slam. Oh ja. Okay. Okay. Eventuell schaffen wir es noch. Einmal Field Heal bitte. Okay. Du shelterst ihn, damit er nicht weggemacht wird. Okay. Close einmal SP. Du greifst einfach nur an. Ja. Du es gibt 50 gibt's. Geht ja wieder nicht. Ja, toll. Kann ihn auch nicht heilen. Das ist so dumm. So. Dann holen wir uns SP zurück. Bend es einfach. Sehr gut. Body Slam. Oh mein Gott. Ne, du. Ethan, damit wir in der nächsten Runde stunnen können. Du auch. Und du heilst den Jungen. Beziehungsweise du machst Field Heal auf dich selbst. Ja. Und du. Defense Zap geht nicht, natürlich. Gib's Regret mal Defense. Geil. Warum wurde der getötet? Ich weiß es nicht. Muss ich ihn erstmal wieder wiederbeleben? So. So, dann shelter ich ihn mal, damit er nicht stirbt. Okay, ja. Da ist er nämlich gewesen. Okay, er hat aber trotzdem noch zwei. Dann shatter. Okay, jetzt haben wir es, glaube ich.
Wow, ey. Oh. WTF, was ein Kampf. Puh. Ich glaube, es kommen noch zwei Kämpfe. Guck mal, welche Dings haben wir denn? Welche Figments, die nicht optional sind. Ich glaube, 2, 3. Kleptomanie war, glaube ich, optional. 4, 5, 6, 7. Oder waren nur 6? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aber das sind, davon sind mindestens irgendwie 6 optional gewesen, glaube ich. Vielleicht sind ja 9, also gibt es 3 Kämpfe, 9 Figments, die wir bekämpfen müssen. Egal, wir werden es in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, das wird einfacher. Oh mein Gott, ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Einschalten. Ciao.